Und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Staffel. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum die neue Staffel jetzt beginnt. Ja, ich und der Bastita haben dieses Turnier abgebrochen, was wir ja nur eine Woche oder beziehungsweise 2 Tage hinbekommen haben. Und somit haben wir die WM dann abgebrochen. Und das heißt, dass wir dann beide eine neue Staffel suchen und der Bastita hat schon ein paar Spiele so ausgesucht. UEFA 08, also dieses EM-Spiel von 2008 für den PC und natürlich auch Skispringen und ich glaube dann noch Formel 1 auch noch live von 2012. Und bei mir geht es jetzt heute ohne Abstimmung los. Ich habe für UEFA 08 gewählt oder entschieden. Das könnt ihr auch machen. Bei seiner Facebook, nicht Facebook-Seite, sondern auf seinem YouTube-Kanal Bastita. Und dann entscheidet ihr, mit welcher Sache er zocken soll und seine neue Staffel beginnen soll. Ja, wir kommen jetzt zu meiner Staffel. Zur FIFA World Cup Brazil 2014 für die PS3. Dieses Spiel werde ich mir natürlich holen. Das habe ich mir so geschworen und ich werde mit dem Team Belgien antreten. Ich kann ja eben sagen, wo unsere Spielorte sind. Wir spielen in Moment in Belo Horizonte gegen Algerien. Gegen dann haben wir hier in Rio de Janeiro gegen Russland. Das wird echt eine tolle Partie, glaube ich. Und gegen Südkorea in Curitiba und Südkorea ist ja mein Favorit mit Seol Ki-hyeon, eine Waffe vorne drinne und natürlich auch ganz viele gute Spieler, genauso wie Ryong, der Keeper von, ja, von Südkorea. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also das ist so schon mal die Einschätzung, die habe ich auch auf Facebook geschrieben. Ich glaube, die muss ich jetzt hier nicht nochmal aufklären. Ja, das eigentliche Thema ist ja jetzt erstmal vor der WM, weil das Spiel ja erst am 17. April rauskommt und ich am 3. Mai die Staffel beginne oder vielleicht schon früher. Ich glaube, ich kann schon früher anfangen. Das heißt, wir haben jetzt noch circa, warte mal, 6. Tja. Also wir haben jetzt noch richtig viel Zeit. Wir haben noch so insgesamt 2 Monate, die bis dahin erstmal ja durchgemacht werden und ich werde nicht jeden einzelnen Spieler von Belgien aufteilen, also das heißt, ich möchte jetzt die belgischen Nationalspieler im Überblick haben und sie dann auch noch beschreiben, wie sie so sind und das mache ich glaube ich jetzt mal. Und unser erster ist halt heute der Geile und der, ich glaube, der auch der beste Spieler, der ich finde auch fast der beste Spieler der Welt. Das ist Eden Hazard, der gute Mann aus Chelsea Football Club. Ist sehr, sehr robust, ist richtig stark an der Sache und ich werde jetzt mal so beginnen. Das Thema habe ich ja schon also aufgeschrieben auf Facebook, das heißt Tempo, Stärke, Dribbling, Defending, Arbeitsraten, seine Bekanntheit, ob er bei der Let's Play WM eine Chance hat, in der Startelf zu starten oder stehen. Und das ist jetzt unser Thema. Das wird so 6 Minuten gehen und wir fangen, glaube ich, mal an mit Tempo. Ja, der Eden Hazard ist, glaube ich, relativ klein, ist sehr, sehr jung und hat ein wirklich tolles Tempo. In FIFA hat er, glaube ich, 91 Tempo. Ich finde, im Real Life ist er genauso stark, hat richtig gute Werte in FIFA und ich denke auch, das ist sehr, sehr verdient für ihn. Also das ist einfach ein kompletter Spieler und ich glaube, mit Eden Hazard haben wir einen richtig guten Spieler. Jetzt kommen wir zur Stärke. Ich habe ja schon gesagt, er ist sehr, sehr robust, ist immer bei der Sache dabei, ist immer gut drauf und ich hoffe auch, dass er für uns bei der WM dann eine tolle Stärke präsent zeigt, also seine richtig gute Stärke aufpumpt oder trumpft in unserer Elf, wo er dann stehen wird. Ich hoffe einfach nur, dass er sich nicht verletzt,
Weil das kann ja auch noch passieren. Und wenn er sich verletzt, das wäre auch ein bisschen doof. Kann ja im ersten Spiel passieren und so. Also das ist einer der wichtigsten Spieler in unserem Reihen. So, wir kommen jetzt zum Dribbling. Dribbling finde ich Eden Hazard mega gut. Also wer Eden Hazard im Dribbling noch nicht gesehen hat, sollte das mal machen. Der hat alles drauf, finde ich. Er hat eine gute Ballsicherheit, hat alles eigentlich, was man als linker Mittelfeldspieler so braucht. Und ich finde ihn schon sogar besser als Marco Reus. Also Marco Reus ist ja auch ein bisschen untergegangen. Reus war so mein speziell für mich ein sehr, sehr guter LM bei FIFA. In FIFA dribbelt auch, er auch sehr, sehr gut. In Real Life natürlich auch. Also was willst du von ihm erwarten? Er kann viel mehr, als er jetzt im FIFA so beschrieben ist, finde ich. Also in FIFA ist er nicht so gut, dafür in Real Life viel besser. Und jetzt kommen wir zu Defending, also das heißt Defensive, und in Defensiven, da kann ich glaube ich fast gar nichts zu sagen. Also Defensive kann der einfach nicht, soll er auch nicht können, er soll einfach vorne präsent sein, und das passt dann schon bei ihm vom Eden Hazard. Ja, also Defending lassen wir mal außen, ne? Also ich glaube, Defending werde ich nur bei den Abwehrspielern oder so ansprechen, oder halt noch Mittelfeldspieler, das kann auch sehr, sehr wichtig sein. Jetzt kommen wir zu Arbeitsraten. Ich glaube, bei FIFA hat er, ist erstmal egal. Also für mich in Real Life spielt Hazard eher vorne. Hinten ab und zu hilft er mal aus, aber ist komplett eigentlich nur vorne. Da würde ich eigentlich sagen, hoch, mittel. Also hoch heißt jetzt das Beste, und mittel ist, dass er wenig da macht. Also schon was macht, aber nicht so viel. Das ist so meine Einschätzung von ihm. Er kann gute, also er ist richtig gut im Sprinten, das habe ich ja schon gesagt, ist robust, das bringt ein Abwehrspieler eigentlich mit, und für einen LM ist das eigentlich schon perfekt. Wie Großkreuz, wie ich finde, hat Großkreuz als also linker Mittelfeldspieler, als LM sozusagen, sehr, sehr gute Werte mit 70 Defensive. Und er ist ja auch sehr, sehr robust, ist richtig stark dabei, und deswegen, das zeichnet einfach einen Spieler aus LM aus. Aus LM aus, lol. Auf jeden Fall ist Hazard jetzt nicht der beste Abwehrspieler, aber hilft schon manchmal hinten mit aus, wenn zum Beispiel bei Flankensituationen losgeht. Und das wäre richtig wichtig bei meinem Let's Play-Team, dass er dann hinten auch mitmacht. Sonst wären wir bei dieser WM ein paar Schwierigkeiten haben, wie ich finde. Also das ist so das Ding. So, und jetzt kommen wir zum nächsten, zum vorletzten, zum seine Bekanntheit. Boah, also in Belgien kennt ihn, glaube ich, fast jeder, der Fußball schaut. Ich glaube, jeder dann. Also auf jeden Fall, seine Bekanntheit ist sehr, sehr hoch in Deutschland. Also auf jeden Fall. Überall ist er sehr, sehr bekannt. Ich weiß jetzt nicht, wo er nicht so bekannt ist, glaube ich, da die, also die sehr, sehr viel Fußball schauen, die kennen den einfach. Also das kann nicht sein, dass den keiner kennt, wenn zum Beispiel jetzt ein, der jetzt gerade mal ja ein paar Monate Fußball schaut, der würde den, glaube ich, noch nicht kennen. Es sei denn, er würde den bei Chelsea sehen und der fällt auf, dann schon. Also seine Bekanntheit ist schon sehr, sehr hoch. So, und jetzt das Geilste, was immer so schön ist. Die Frage ist, wird Eden Hazard in meiner Let's Play WM-Mannschaft eine Chance haben, in der Startelf zu sein? Da sage ich komplett ja. Eden Hazard hat es einfach verdient, in meiner Mannschaft zu sein. Hat auch verdient, vorne mitzuwirken. Also ich finde, wenn er nicht im Team ist, dann werden wir die WM, glaube ich, gar nicht spielen müssen, weil wir dann eh verkacken. Also das ist jetzt erstmal ein Scherz, aber, oh Gott, das ist jetzt erstmal so eine Vermutung, dass das dann schwer wird. Also kein Scherz, so. Ja, Hazard auf jeden Fall in meiner Let's Play-Mannschaft. Ich glaube, manche Leute werde ich nicht mit zur WM nehmen, beziehungsweise nicht spielen lassen und nur auf der Ersatzbank sitzen lassen. Also da gibt es manche, die nicht ihre Chance bekommen werden. Also das
sollte erstmal so erzählt sein. Also er wird auf jeden Fall in meiner Mannschaft mitwirken. So, und ich glaube, das war schon unser erster Spieler, den ich heute ein bisschen ja vorstellen wollte für die WM. Also Real Life und im FIFA. In FIFA bin ich sehr, sehr heiß drauf. Von daher, ich werde jetzt gleich noch einen Post machen bei World Cup 2014 News 2 gibt es dann bei Gamecraft HD auf der Facebook-Seite. Ihr könnt auch mal ein Like da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns, glaube ich, morgen oder übermorgen wieder. Ich weiß noch nicht, welcher Spieler es sein wird, werdet ihr dann in der Infobeschreibung sehen. Ich habe schon einen Favoriten, der da vielleicht rein könnte. Von daher, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.